ist wieder Bettina von Makerist und ich habe heute für euch 5 Gründe, warum ich meine Overlock nicht mehr missen möchte. Ich selber habe eine Overlock zusätzlich zur Haushaltsnähmaschine und ich weiß, dass sehr viele Näher auch mit dem Gedanken spielen, sich eine zuzulegen. Und deswegen wollen wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, gucken, was kann die eigentlich und welche Vorteile bietet sie. Grund Nummer 1, ihr seid so viel schneller. Mit der Overlock könnt ihr gleichzeitig nähen, versäubern und schneiden. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, da ist so ein kleines Messerchen drin. Dieses Messer schneidet die unsauberen Kanten, die man vielleicht doch nicht sauber geschnitten hat, einfach ab, bildet dann so Schlingen drumherum mit Fäden und vernäht eben einfach eine ganz normale elastische Naht. Und das sieht einfach schnell sauber aus. Grund Nummer 2. Mit der Overlock kann man einfach sehr, sehr sauber und auch sehr professionell arbeiten. Also es sieht einfach viel professioneller aus, dadurch, dass die Kanten so schön versäubert sind. Es ist einfach ein Look, den er auch aus der Konfektion kennt. Und wer seine Kleidungsstücke gerne auch von innen schön verarbeitet hat und nicht nur von außen, der hat sehr viel Spaß mit der Overlock. Grund Nummer 3, mit der Overlock näht ihr eine elastische Naht. Ihr könnt die Naht so ein bisschen stretchen und das ist eben gerade für Jersey-Stoffe oder für andere elastische Stoffe sehr wichtig. Das funktioniert, weil wir eben 2 Nadeln haben, dann haben wir schon mal so ein bisschen so eine Funktion wie mit einer Zwillingsnadel und es ist einfach generell sehr viel mehr Bewegungsraum da, weil wir ein höheres Garnvolumen haben. Ihr habt natürlich diese 4 Konen und ihr habt einen sehr hohen Verbrauch im Vergleich zur Haushaltsnähmaschine, aber dadurch ist die Naht auch beweglicher, ist ein bisschen lebendiger und wenn man zieht, bewegen sich die Schlaufen eben auch ein Stück weit mit und reißen nicht sofort. Deswegen die elastische Naht mit der Overlock. Grund Nummer 4. Mit der Overlock lassen sich Strickstoffe sehr gut verarbeiten. Wer sich noch nicht an Strickstoffe rangetraut hat, weil einfach diese Maschen so groß sind, weil er Angst hat, dass da vielleicht ein bisschen was verloren geht beim Nähen und die Naht nicht alles trifft, der hat mit der Overlock sehr viel mehr Spaß, weil einfach durch diese 2 Nähte oder diese 2 geraden Nähte, die da erstmal entstehen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass alle Maschen mitgenommen werden, ein bisschen höher. Und dadurch, dass dann auch noch die Schlaufen drumherum entstehen, sitzt alles ein bisschen fester. Also für dicke oder für grobmaschige Strickstoffe eignet sich die Overlock sehr, sehr gut. Grund Nummer 5, die Overlock hat einen Obertransportfuß. Ihr kennt das vielleicht von der Haushaltsnähmaschine, da kann man den nachrüsten. Das ist ein Füßchen, was einfach den Stoff auch von oben transportiert. Also eben nicht nur mit der Stichplatte von unten, sondern auch mit so kleinen Griffen von oben, sodass wirklich immer der Stoff ein Stück weitergesetzt wird, was gerade für elastische Stoffe und für sehr flutschige Stoffe, sehr dünne Stoffe, super hilfreich ist. Was viele Overlock-Maschinen auch haben, nicht alle, da muss man gucken, ist ein Differentialtransport. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, das ist ein größeres Thema und wir haben tatsächlich auch einen Kurs dazu. Nur so viel. Mit dem Differentialtransport, da könnt ihr das Tempo einstellen. Also da kann sich eben das obere Füßchen etwas schneller bewegen als das untere oder eben auch etwas langsamer. Und dadurch kann man die Naht dann ein bisschen strecken, ein bisschen stauchen, wie das eben für manche Projekte notwendig ist. Einen Grund habe ich noch vergessen. Und zwar bietet die Overlock auch ganz faulen Nähern einen super schönen Trick für Säume. Weil ich kenne das selber, man hat Stücke fast fertig, die liegen dann zu Hause rum und müssen nur noch versäumt werden. Nur noch. Mit einer Overlock kann man einfach einen schönen sauberen Rollsaum drunter setzen und dann hat sich das erledigt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und natürlich auch über Kommentare. Gerne auch noch weiteren Input zur Kaufentscheidung. Es gibt ja wirklich auch verschiedene Maschinen. Welche habt ihr? Mit welcher näht ihr am besten? Gerne den Kanal abonnieren, dann gibt es noch mehr Anleitungen und kreativen Input von uns. Und für alle, die ihre Overlock schon zu Hause stehen haben und da manchmal nicht weiterkommen, möchte ich nochmal sagen, schaut euch gerne Svanches Kurse bei Makerist an. Sie erklärt ganz detailliert, wie ihr Schritt für Schritt am besten mit dieser Maschine arbeiten könnt. Bis bald!